Wir vertrauen heute darauf, dass wir Nachrichten, wie zum Beispiel unsere PIN-Nummer, sicher und geheim übertragen können. Die Wissenschaft dahinter, die sich mit dem Ver- und Entschlüsseln beschäftigt, nennt sich Kryptographie. Bevor man Nachrichten verschlüsselte, versuchte man sie einfach zu verstecken. So wurde in der Antike einem Sklaven der Kopf geschoren und eine Nachricht auf die Haut tätowiert. Sobald die Haare wieder nachgewachsen waren, wurde der Sklave zum Empfänger geschickt. Das ist natürlich sehr umständlich und zeitaufwendig. Aber auch in einem doppelten Boden von Paketen ließen sich Nachrichten verstecken. Oder man nutzte unsichtbare Geheimtinte aus Zitronensaft, die über einer Kerzenflamme wieder sichtbar wird. Eine der ersten Verschlüsselungen nutzte der römische Feldherr und spätere Diktator Julius Caesar etwa 50 vor Christus. Man nennt sie heute daher Caesar-Chiffre. Zum Verschlüsseln wird jeder Buchstabe im Alphabet um einen festgelegten Wert verschoben. Die übrigen Buchstaben werden dabei vorne wieder einsortiert. Diese Geheimschrift ist aber leicht zu entziffern. Es gibt nur 25 verschiedene Schlüssel, also Möglichkeiten, das Alphabet zu verschieben. Trotzdem dauerte es bis ins späte Mittelalter, bis sich auf dem Gebiet etwas Neues tat. Schwieriger wurde es, als man die Buchstaben des Geheimtextalphabetes durcheinander anordnete. Dadurch hatte man eine riesige Anzahl an möglichen Verschlüsselungen. Aber auch hier handelt es sich um eine monoalphabetische Verschlüsselung, bei der ein Klartextbuchstabe immer in den gleichen Geheimtextbuchstaben verschlüsselt wird. Dadurch kann man den Geheimtext mit einer Häufigkeitsanalyse knacken. Man sucht einfach den Geheimtextbuchstaben, der am häufigsten vorkommt. Dieser entspricht dann dem Klartextbuchstaben E, da das E im Deutschen als häufigster Buchstabe vorkommt. So macht man das dann auch mit den anderen Buchstaben weiter. 1508 veröffentlichte Visionaire eine Verschlüsselung, die lange als unknackbar galt. Bei dieser polyalphabetischen Verschlüsselung wird ein Klartextbuchstabe zu verschiedenen Geheimtextbuchstaben verschlüsselt. Nach einem festgelegten Schlüssel wird das Geheimtextalphabet nach jedem Buchstaben weitergedreht. Bei langem Geheimtext und kurzer Schlüssellänge kann man mit etwas Aufwand auf die Schlüssellänge schließen und den Text anschließend recht einfach knacken. Verschlüsselt man einen Text mit einer zufälligen Zeichenfolge, die genauso lang ist wie der Text selbst, so ist das Verschlüsselungsverfahren, das man One-Time-Pad nennt, beweisbar sicher. Es wurde später während des Kalten Krieges am roten Telefon verwendet und auch viele Spione arbeiteten mit diesem Verfahren. Natürlich muss vor der geheimen Kommunikation zuerst die zufällige Zeichenfolge sicher ausgetauscht werden. Ob ein Text entschlüsselt werden konnte, entschied übrigens immer wieder über Leben und Tod. So plante 1586 eine Gruppe von Katholiken, die protestantische englische Königin Elizabeth I. zu ermorden und Maria Stuart aus dem Gefängnis zu befreien, um sie auf den Thron zu bringen. Maria erhielt dazu verschlüsselte Briefe von ihren Anhängern. Der Überbringer der Botschaft war jedoch ein Spion der englischen Königin. Die Briefe wurden mithilfe der Häufigkeitsanalyse entschlüsselt und der geplante Mord an Elizabeth kam ans Tageslicht. Maria Stuart antwortete den Verschwörern mit einer verschlüsselten Botschaft und unterschrieb damit ihr eigenes Todesurteil. Nach 1918 entstand die erste Generation der mechanischen Chiffriermaschinen. Im Zweiten Weltkrieg nutzte das deutsche Militär die Chiffriermaschine Enigma. Sie galt auf deutscher Seite irrtümlicherweise als unknackbar. Abgefangene Funksprüche konnten nach jahrelanger Arbeit jedoch entziffert werden, so dass die innere Verdrahtung der Rotoren aufgedeckt werden konnte. Mit Nachbauten der Enigma und ersten Rechenmaschinen schafften es die Briten um Alan Turing ab Mai 1940 den Enigma-Funkverkehr des deutschen Militärs regelmäßig zu knacken. 1976 wurde von Diffie und Hellman eine radikal neue Methode der Verschlüsselung vorgeschlagen. Das Verfahren ähnelt einem Briefkasten. Jeder kann öffentlich eine Nachricht hineinwerfen, aber nur der Besitzer
hat den einen Schlüssel zum Öffnen des Briefkastens. Vor dieser Entdeckung waren alle Verfahren symmetrisch. Der gleiche Schlüssel erlaubte sowohl das Verschlüsseln als auch das Entschlüsseln einer Nachricht. Wenn jedoch viele Menschen untereinander kommunizieren wollen, wächst die Anzahl der benötigten Schlüssel schnell an. Außerdem müsste jeder Schlüssel natürlich vorher zwischen den Kommunikationspartnern über einen sicheren Weg, beispielsweise bei einem direkten Treffen, ausgetauscht werden. Bei der neuen asymmetrischen Verschlüsselung, die auch als Public-Key-Kryptographie bezeichnet wird, fällt dieser Schlüsselaustausch weg. Es werden hierbei zwei unterschiedliche Schlüssel eingesetzt. Der eine wird zum Verschlüsseln von Nachrichten vom Schlüsselinhaber benutzt und ist sogar öffentlich bekannt. Nur der zweite Schlüssel, der zum Entschlüsseln der eigenen Nachrichten benötigt wird, ist privat und muss geheim gehalten werden. Mit dieser Methode wird nur ein einziges Schlüsselpaar für jeden Teilnehmer benötigt, egal mit wie vielen Leuten man kommuniziert. Eine Revolution in der Kryptographie. Bei der RSA-Verschlüsselung, einem häufig genutzten Public-Key-Verfahren, besteht die Sicherheit übrigens darin, dass sich aus einem Produkt von großen Primzahlen nur extrem zeitaufwendig die einzelnen Primfaktoren ermitteln lassen. So kann man dann auch aus dem öffentlichen Schlüssel nicht ohne weiteres auf den privaten Schlüssel schließen. Oder wissen Sie auf die Schnelle, aus welchen Faktoren die Zahl 5893 besteht? Und das ist nur eine kleine Zahl. Wir sprechen hier von Zahlen mit 150 Stellen oder mehr. Dafür brauchen sogar die schnellsten Computer Jahre. Mit zukünftigen Quantencomputern könnte sich das aber ändern. Das Forschungsfeld der Quantenkryptographie eröffnet dabei spannende Möglichkeiten zum Knacken von Codes oder dem sicheren Verschlüsseln.